Sie wollten doch Action Sierra 2. Tja, jetzt haben Sie sie. Ja, okay. Bodenunterstützung. Verstanden. Sierra 2 hier Zentrale. Die Erfassung und Neutralisierung des Ziels hat Priorität. Aufklärung ist zweitrangig. Lassen Sie Ihre Kamera laufen. Ich habe das Netz der Koreaner geortet. Greifen wir auf ihr taktisches Netzwerk zu. Mal sehen, was sie aushacken. Mit ein bisschen Glück kriegen wir mehr raus als ein paar Informationen. F5, genau, war Schnellspeicher, das wusste ich noch. Das habe ich eben gerade noch gesehen. Wie kriegt jetzt beide am besten weg? Indem man einen halben Doppelkampf macht. Lad nach! So. Da bin ich schon lang. Aber was hast der denn für einen Abflug gemacht? Sterben die hier irgendwie schneller oder wie jetzt? Irgendwie sterben die, finde ich, hier schneller als in Crysis 1. Mann ey. Ja, muss ich aber echt mal sagen. Also, und was der eben für einen Abflug gemacht hat, ja, meine Güte ey. Filmreif. Mehr deine ganzen Kackwaffen. Ich brauche Muni. Pistole. Was haben wir denn? So. Feines. Oh. Information. Da ist sowieso da lang. Ne, Moment mal. Wir gucken mir erstmal die Information. Also, wieder, wenn ich es mitkriege, werde ich auch alle Sekundärziele machen. Aber wie gesagt, oh, falsche Taste. Wenn ich es halt mitbekomme, dass ich welche bekommen habe. Tarnfeld aktiviert. Okay, das sieht ein bisschen tief aus. Aber egal. Hoppala. Maximale Panzerung. Ah, cool. Oh. Ey, cool. Nein. Ja. Achso, Spiel ist blind. Nein. Da. So, nein, falsche Taste. Cool. Hier fallen sie wenigstens mit einem Shot um und nicht so wie in Teil 1. Also da ist auf jeden Fall schon soweit verbessert worden. So. Aktiviert. Maximale Panzerung. Ihr hattet doch gerade Waffen, Mensch. Oh. Nee, bald. Tarnfeld aktiviert. Wo nehme ich die? Nee, ich nehme Pistole. Ich halt behalte meine gute alte Pistole, die hat mir auch in Crysis 1, glaub ich mal. Oh, falsches Haus. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Genau, hinlegen geht hier auch noch. Crysis 2 auch nicht mehr der Fall. Aber war mir egal, Crysis 2 ist ein richtig hammergeiles Game. Und so wird's auch bleiben. Okay. Ich behalte doch die hier. Nein, keine Taschenlampe, verdammt. Laservisier. So. Ich nehme die doch mit. Ist ja praktisch. Ja, doch, da ich jetzt doch mehr Munition habe. Okay, das sind ziemlich viele Daten, aber entscheidend ist Folgendes. Erstens, ein gewisser Colonel Lee, ein Politoffizier aus Pyongyang, koordiniert die Operation. Zweitens, er hat kürzlich eine Speziallieferung aus Yongbyon-kun angefordert. Verdammt, das ist ihr wichtigster Atomstandort. Exakt. Ich muss das weitergeben, aber der Laden ist ab sofort ihr primäres Überwachungsziel, bis wir weitere Befehle erhalten. Na, das ist aber interessant. Team Idaho hat eben gemeldet, dass eine koreanische Propagandastation ihre Kanäle stört. Laut ihres Militärnetzwerks kommt das Signal von hier. Das ist ganz in ihrer Nähe. Kümmern Sie sich darum. Roger, Zentrale. Safen?
Maximale Stärke. So. Energiekritisch. Okay. Was ist denn Krabben? Krabben! Krabbe, 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 komm her, komm, 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 komm. Weg. Ey, komm her, Krabbe. Flieg! Ey, Krabben, Waldwerf, komm her. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Da. Krieg doch noch besser hin. Ja, geht doch. Ich hab den überrannt. Oder auch doch nicht. Fällst du um? So, mal gucken. Wie schlau die KI hier gemacht wurde. Sehr schlau. Also legen sie auf jeden Fall gleich mal hin. Die legen sie aber immer gleich hin. Was ist das denn? Und ciao. Unten haben wir schon wieder. So, man muss doch irgendwann mal. Maximale Panzerung. Komm her. Mal irgendwann genug Munition von ihnen haben. Da. Okay, das hatte ich mir eben noch nicht bedacht. Scheiße. Egal, Kram, Weitwurf lassen wir jetzt erstmal. Jena Stealth. Ah, die Waffe behalte ich noch. Ich weiß ja nie. So, Einzelschuss. Maximale Panzerung. Ey. Aber die Genauigkeit haben sie halt noch nicht so gehalten. Aber wie gesagt, ist mir egal. Spiel ist geil. Und irgendwas war. Genau. Das kommt mir so ein bisschen vor, als wenn Crisis Warhead parallel zu Crisis 1 spielt. Kommt mir jetzt schon mal ein bisschen vor, weil da musste ich ja auch so eine Satellitendingensbums ausschalten. In Crisis 1 und das muss ich hier jetzt auch. Hast du? Gott. Geh sterben. Ich nicht. Du soll, ihr sollt sterben gehen. Oh, was helfen? Oh. Tarnfeld aktiviert. Meins. Meins. Oh. Auf jeden Fall haben sie ein neues Fahrzeug. Krieg den da rauf. Okay. Nein. Okay, mit dem sollte ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Mit dem sollte ich mich echt nicht anlegen. Denn ich bin sauschnell tot. Gibt's doch ja nicht. So. Jetzt sage ich, ich will nur die beiden Waffen haben. Ich will nur die beiden Waffen haben, damit ich auch schon hier weg. So. Werde ich mich mal fix ventilisieren von hier. Weil das Auto ist mir ein bisschen zu übermächtig. Und jetzt kann ich mich durch Steine sehen. Na hurra. So. Da muss ich hin. Also Abkürzung durchs Wasser. Und wie gesagt, zum Glück gibt es hier. Ah ne, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Hier gibt es Schnellspeichern. Muss es eigentlich schon mitgekriegt haben. Was ich sehr gerne benutze, wenn es halt vorhanden ist. Weil es erleichtert halt viele Sachen. Das war auch mal ein glatter, sauberer Schuss aus der Hüfte. Ohne ohne einen Fahnenkreuz zu haben. So, irgendwas schon. Ist doch deine Waffe eben fallen lassen, hab ich dann. Ja, nimm ich halt die. Aber wie gesagt, zum Glück haben sie hier ein bisschen den Kill, ja, die Death Zone ein bisschen geändert. Sodass sie wenigstens mit einem Kopfschuss gleich tot sind. Nichts mehr nachladen. Ja.
So, habe ich die schon mal voll. Gefährdet das Leben tausender Zivilisten im Namen der Bewohner der Linkscharinsel. Gehen Sie nach Hause, Amerikaner. Maximale Panzerung. Komm mit Agok schon mal. Richtig, Ihre Regierung riskiert Ihr Leben und macht die Sie gleich noch aufsetzen? Aber keine Sorge, unser mächtiger Führer, General Pyong, ist ein gnädiger Mann. Er wird Ihnen vergeben. Wenn Sie sich jetzt ergeben, wird er behandelt. Wir respektieren internationales Recht. Will ja noch mitnehmen. Moment. Granaten bin ich voll, Granaten bin ich voll. Sie sind hier nicht willkommen. In New York, das kann ich nicht nutzen. Das kann ich auch nicht nutzen. Kann ich auch nicht nutzen. Wow, geil, hier gibt's Claymores. Wie geil ist das denn? Die Truppen der koreanischen Volksarmee sind stark und entschlossen. Wenn sie bleiben, werden sie gedemütigt, wie in Vietnam und im Irak. Ja, halt die Klappe. So, das Ding soll ich jetzt kaputt machen, oder wie? Oder? Scheint so. Also ich hab doch gerade hier irgendwo zu viel Feuer. Gehen Sie nach Hause, Amerikaner. Halt die Klappe, man. Ja, richtig. Das ist explodiert. Die Frequenzen sind wieder sauber. Team Idaho bedankt sich bei Ihnen. So. F5. Achso, muss ich ja wieder enden. Wow, enden. Soll er überhaupt Enten darstellen? Ne, das sind irgendwie so eine andere komische Viecher. Kiwis, oder wie die Dinger heißen. Keine Ahnung. Hey, komm her. Komm her! Enten sind es auf jeden Fall nicht. Müssen irgendwie so eine andere komische Vögel sein. So, weiter geht's. Hoffentlich kommt mir nicht wieder so ein übelster Panzer da. Wir kriegen Besuch. Ich schnapp sie mir. Nein, Kumpel. Du hilfst gefälligst mir. Wir müssen eine KVA-Basis zerstören. Wann sind die frühestens hier? In 10 Minuten. Dann machen wir weiter wie geplant. Markier meine Ziele. Okay. Spannend lang gehen kann ich nicht. Halt dich von der Straßensperre fern, Psycho. Ich bombe die Kerle in den Orkus. Roger. Solange du mich nicht auch wegbombst. Volltreffer! Cool. Energiekritisch. Tarnfeld aktiviert. Cool, cool. Auf jeden Fall heißt der hier doch Psycho, weil unten rechts steht nämlich Psychus Mod. Maximale Panzerung. Und auf der Box steht nämlich auch Psychus. Ich spiele mit Psychus, bla bla. Aber zum Glück haben sie so den Namen gelassen, Psycho. Ich dachte nämlich schon wieder, dass da irgendwie was. Obwohl es ein deutsches Spiel ist, irgendwie was mit der Übersetzung ist nicht. Kann ja alles möglich sein. Man weiß ja nie. So. Wie viele stehen hier? Alter, wie viele stehen denn da? Bitte schön. Also, hier. Könnt ihr haben. Wo seid ihr? Eigentlich wollte ich friedlich da lang gehen, aber nein, wenn ihr halt Krieg wollt.